Der Kampf um AMC geht in die allerletzte Runde. Am Montag, dem 24. Juli, also gestern, ist wirklich wieder so viel passiert, dass wir heute in diesem Video darüber sprechen müssen. Denn nicht nur Adam Aron hat sich an alle Investoren gewandt. Nein, man sieht wirklich überall, egal wohin man schaut, wie sehr die Hedgefonds mit uns Kleinanlegern spielen. Sie verarschen uns von vorne bis hinten und nutzen dabei sämtliche Mittel, wovon nicht viele unbedingt legaler Natur sind, um den Preis zu drücken. Das und vieles mehr gibt es im heutigen Video, Leute. Ich glaube, wir müssen bei unserem CEO, nämlich Adam Aron, beginnen, denn der hat am Montag, beziehungsweise sogar, ich glaube, in der Nacht von Sonntag zum Montag einen Brief, einen offenen Brief via Twitter. Nicht mal an seine Investoren, über einen Newsletter, per Mail oder so, nein. Er hat die Plattform Twitter genutzt, da wo natürlich die meisten Anleger von AMC vertreten sind. Einfach um 2,3 Millionen Views auf diesen offenen Brief zu erhalten. Ich will nicht sagen, dass er den Squeeze versucht hat, im Keime zu ersticken, aber die Rolle von dem CEO Adam Aron, die ist ganz schön schwierig zu beschreiben. Ich werde es weder sagen, dass er zu den Hedgefonds gehört oder uns das Leben schwer machen möchte. Ich glaube, am Ende ist sein großes Ziel, die Firma zu retten. Und darum sollte es ihm als CEO ja auch prinzipiell gehen. Aber schauen wir mal ganz kurz in den Brief rein. Den Brief werde ich euch unten wieder mit in die Videobeschreibung reinpacken. Das heißt, falls ihr den ganz in Ruhe lesen möchtet, könnt ihr das gerne im Anschluss tun. An alle Investoren am 23. Juli 2023 sagt er zusammengefasst, dass wir den Reverse Split benötigen, weil AMC sonst pleite geht. Ich wiederhole nochmal. Wir brauchen mehr Geld, das quasi aus den Aktien rausgezogen werden kann, um nicht pleite zu gehen. If we are unable to raise equity capital, the risk materially increases of AMC conceivably running out of cash in 2024 or 2025, or of AMC being unable to satisfactorily refinance and stretch out the maturity of some of our debt, which is required of us beginning as early as 2024. Zum zweiten Mal also stehen wir an dem Punkt, wenn wir an Corona denken, wo die Privatinvestoren eine Firma retten sollen. Weil um nichts anderes geht es hier. Natürlich wissen wir nicht, wie es bei einem Reverse Split jetzt genau preislich gesehen aussieht. Das große Problem ist, was ich nicht aus meinem Kopf bekomme, ist das Szenario, das wir uns alle wünschen, dass es zu einem Short Squeeze kommt und die Hedgefonds in die Knie getrieben werden. Was bleibt dann noch für den Adam Aron? Weil wenn jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, vor dem Reverse Split, bevor irgendwas von dem Gericht quasi zugelassen wird, dass eine Reverse Split stattfinden darf, dass dieses Equity Capital Rising, also dass er quasi Geld aus den Aktien rausnehmen kann, solange das nicht genehmigt wurde, könnte AMC jetzt auf 100 oder 1000 Dollar steigen und er kann damit nichts anfangen. Er kann das Geld nicht nutzen. Der Wert der Firma ist natürlich sehr, sehr hoch dann an der Stelle. Aber er hat keine Möglichkeit, um daraus Profit zu schlagen, um die Schulden zu bezahlen. Das heißt, rein in der Theorie sollte es für den CEO dieser Firma nicht von Interesse sein, dass wir jetzt einen Short Squeeze erleben. Das muss ich nochmal an dieser Stelle wirklich mit aller Deutlichkeit sagen. Das, was wir uns wünschen, ist ein Szenario, das der Firma AMC vielleicht nicht langfristig gesehen gut tun würde. Gleichermaßen schreibt er aber auch, dass gerade aktuell so Filme wie Barbie, Oppenheimer, Sound of Freedom und Mission Impossible, dass das gerade alles Filme sind, die komplett durch die Decke gehen. Also alleine Barbie, wie häufig dieser Film mittlerweile schon geschaut wurde und wie gut der bei allen Leuten ankommt. Ich für meinen Teil weiß, dass Kinos nicht aussterben werden, weil es immer Menschen geben wird, die gerne ins Kino gehen. Die Frage ist allerdings, von was für einem durchschnittlichen, soliden Preis von einer Firma wie AMC sprechen wir jetzt. Denn man muss tatsächlich sagen, das Popcorn-Geschäft scheint nicht so komplett durch die Decke gegangen zu sein, wie sich das Adam Aron vorgestellt hat. Er hat quasi Popcorn vom Kino AMC auch in unterschiedlichen Markets angeboten. Das heißt, überall, wo es quasi Lebensmittel zu kaufen gibt, kannst du auch Popcorn von AMC kaufen für nicht wenig Geld. Sie haben eine Kreditkarte auf den Markt gebracht und sie haben auch die Highcroft Mining Company, also Anteile davon gekauft. Und deren Investment ist jetzt auch mittlerweile um 60% im Minus. Das sind natürlich alles so Sachen, wo du keine Ahnung hast, wohin sich das alles entwickeln wird. Aber um das Ganze jetzt wieder auf unseren Schultern abzuladen, ich weiß nicht, ob das unbedingt so der richtige Weg ist, meine Freunde.
Gleichermaßen, und dafür brauche ich meine Kopfhörer ganz kurz, ist gestern Nacht wieder was ganz Komisches passiert. Und ich glaube, ihr alle wisst, was hiermit gemeint ist. Und zwar ist es jemandem, dem ich folge schon seit längerer Zeit, ist der BAM Investor. Und der hat sich den Preis angeguckt von AMC, weil da auch wieder im Post-Market, im Aftermarket sehr viel komische Sachen passiert sind. Es wurden nämlich Preise angezeigt zwischen 5,30 Dollar, 39 bis über 7 Dollar. Und er erklärt das hier in dem Video eigentlich ganz gut. Ich spiele das einmal gerade ganz kurz ab. Ihr seht diese ganzen weißen Blöcke. Das sind hier out of sequence above. Das heißt, out of sequence bedeutet ungefähr, wenn ihr am Tag kauft, also ihr kauft jetzt AMC, dann machen die Market Maker und die Hedgefonds in Anführungsstrichen derzeit gemeinsame Sache und sie routen eure Kauforders quasi nicht direkt an den Markt. Das heißt, es wird jetzt nicht direkt eingekauft, was den Preis direkt beeinflussen würde, sondern sie machen das im Aftermarket. Und zwar sehen wir hier ja einen Preis von 7,08 Dollar. Und das ist kein Preis, der angezeigt wurde. Wir sind nämlich im Aftermarket um bis zu 15% gefallen. Also nach 22 Uhr deutsche Zeit sind wir einfach gefallen. Und trotzdem kamen diese ganzen Orders rein. Und bei einigen Brokern hast du auch gesehen, dass AMC die ganze Zeit zwischen 5,10 Dollar und 7,10 Dollar, also wirklich in 2-Dollar-Ranges gebounced ist. Und du denkst dir die ganze Zeit, woran liegt denn das jetzt? Was ist denn jetzt das Problem? Und das ist illegales Verhalten an der Börse, weil das, was hier passiert, nicht erlaubt ist. Ihr könnt das auch hier sehr gut an dem Chart nochmal erkennen. Und zwar hatten wir ja einen Höchstpreis von 8,76 Dollar. Wir sind dann im Aftermarket gefallen. Gestern der Tag war relativ, ja, war so ein Range-Bound, wie man so schön sagt. Wir hatten Minimum von 4,88 Dollar, Maximum von 6,23 Dollar. Und dann haben wir hier diese Kerze. Ich gehe mal auf einen 1-Minute-Chart, dann kann ich euch das nochmal genauer zeigen. Und zwar sind wir die ganze Zeit gefallen bis auf 5 Dollar und dann hatten wir diese Kerze, die bei 8,59 Dollar geendet ist, mit quasi keinem Volumen. Ihr könnt das hier unten erkennen, das ist fast kein Volumen. Das bedeutet, all das, was derzeit im Aftermarket passiert, vor allem dort, wo die meisten normalen Privatanleger nicht kaufen oder verkaufen können, das ist besorgniserregend. Weil am Ende habe ich nicht das Gefühl, dass wir mit unseren Käufen, geschweige denn unseren Verkäufen, wobei Verkäufe wahrscheinlich dann schon eher, weil das den Preis nach unten drücken würde, dass wir irgendeine Art der Beeinflussung haben, wo der Preis jetzt hingeht. Weil wenn sie alle unsere Orders aufhalten für den Aftermarket und vielleicht sagen sie, hey, in 10 Tagen, das ist ja auch teilweise etwas, das über die FTDs abgebildet wird, all die Anteile, all die Shares, die einfach im Nirvana verschwinden. Wir sind jetzt auf der Threshold-List für, ich weiß nicht, 16, 17 Tage. Ich glaube, wir sind fast auf dem Weg Richtung 20 Tagen, wo einige, oder nicht nur einige, sondern sehr viele Aktien einfach verschwunden sind. Und ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass man maximal knapp 10 Tage auf der FTD-List, also auf der Threshold-List, stehen darf. Und dass quasi die Börsenaufsicht genau dann sich diesen Case ganz genau anschauen müsste. Passiert da was? Sieht derzeit eher weniger danach aus. Man könnte jetzt natürlich darüber sprechen, dass das alles Anzeigerfehler sind, dass man im After Hours 7,59 Dollar sieht, die bei Webull gerade eben überhaupt nicht angezeigt wurden, aber die Bounces dann von 7,52 auf, ihr werdet es jetzt hier gleich sehen, 7,43 und dann kommt die richtig starke Gap nach unten in 3, 2, 1 und 5,46 Dollar in einem Bruchteil einer Sekunde. Dann wieder auf 7,25 hoch und dann wieder auf 5,45. Ach, Leute. Und auch hier könnt ihr nochmal sehen. 5,30 Dollar und die 7 Dollar. Das müsste sogar Weibo sein, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht auch eine andere Plattform, ist aber auch irrelevant, denn ich habe eine Schlussfolgerung aus dem Ganzen gezogen. Wir alle wissen nicht, wohin die Reise mit AMC geht. Ich halte schon seit 2,5 Jahren und habe das Gefühl, dass innerhalb von wenigen Stunden und wenigen Tagen der Kurs gen Null sinken könnte oder dass wir dreistellig oder vierstellig sehen könnten. Weil so viel wie in den letzten Jahren mit dieser Aktie auf illegale Art und Weise umgesetzt wurde, den Gerüchten zufolge, ich bin natürlich kein Finanzexperte und bin kein Finanzberater und habe natürlich, wie die meisten, keine stichhaltigen Beweise, um zu sagen, außer eben diese Daten, die wir uns hier immer mal wieder anschauen, dass das alles passiert.
Aber ich gehe mittlerweile felsenfest davon aus, dass wir weit über 4 Millionen AMC-Aktienhalter haben, die an der Börse einfach als kleine Investoren eingekauft haben. Und bei diesen niedrigen Preisen weiß ich von vielen, dass sie nachgekauft haben. Das heißt, eins der größten Gerüchte ist, dass es weitaus mehr Anteile von AMC an der Börse gibt, als eigentlich erlaubt wären. Das Zehnfache, vielleicht das Hundertfache sogar. Und wenn das irgendwann mal platzen sollte, dann glaube ich, würde das erhebliche Auswirkungen haben. Genauso, und da können wir uns vielleicht im nächsten Video mal dran wagen, sind die meisten Hedgefonds, die unter anderem die ganzen Meme-Stocks geschortet haben, sehr weit im Minus, wenn wir uns jetzt das Jahr 2023 alleine mal anschauen. Das gleiche gilt auch für viele Firmen wie Lucid, als auch viele, viele weitere Firmen, die mittlerweile stark gestiegen sind, obwohl die Short Interest Rate sehr hoch ist. Das heißt, viele sind unter Wasser derzeit. Und was jetzt letztendlich passiert Richtung Ende des Jahres, das werden wir hier auf diesem Kanal mit Sicherheit sehen. Deswegen lohnt es sich zu abonnieren. Haut gerne einen Daumen nach oben, um mich zu unterstützen. Ich bin sehr gespannt, was diese Woche mit AMC noch passiert und werde euch auf jeden Fall up to date halten. Macht's gut, lasst uns die Daumen drücken, dass wir am Ende die Gewinner sein werden. Bis dahin, ciao.